Willkommen zu einem Video. Ich habe gerade einen Anruf bekommen und Rusik hat gesagt, dass ich wieder auf die YouTuber-Insel joinen kann. Denkt ihr, es geht, Leute? Ich probiere mal. Also, ich glaube das eigentlich nicht. Er meinte, ich wollte wieder entbannt. Wieso sollte ich entbannt werden? Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Wieso kann ich joinen? Halt's ab, Leute! Ich bin auf der YouTuber-Insel! Endlich! Leute! Endlich, schreib Alpha! Leute, oh mein Gott. Hä? Leute! Alpha! Wir haben es geschafft! Wieso kann ich wieder drauf, Leute? Wir haben genug Unterschriften gesammelt, um dich zu entbannen, Mann! Leute! Du bist doch dafür gewesen, dass du entbannt wirst, Bro. Das hat niemand verdient. Ich hab davon gar nicht richtig mitbekommen. Niemand hat verdient, gebannt zu sein. Ich hab davon gar nicht richtig mitbekommen. Danke! Danke! Russik, ich hab es nicht geschafft! Alter, wir haben es geschafft. Verstehst du das eigentlich? Ich hab gehört, du hast dich voll gut für mich eingesetzt, Russik. Danke, ja, Russik! Ich hab alles dafür gegeben, dass du entbannt wirst. Und Ente! Du hast gar nichts gemacht, Ente! Du hast mich voll vergessen, Ente! Warte, Ente hat auch geholfen. Ich hab auch geholfen. Ich hab Lukas seinen Kopf geopfert für dich, Alpha. Ja. Okay, danke. Ich hab Schlechtes gehört. Ente, du hast voll viel gesprengt in meinen Namen. Hä? Ich hab gar nichts gesprengt, Alpha. Das ist ein Alpha-Clan, erwähnt immer. Hey, wartet mal. Aber endlich bin ich wieder da. Hallo, I see you. Du bist wieder da. Hallo, I see you. Waren wir eigentlich Freunde, I see you? Oder? Nein, aber ich freue mich trotzdem. I see you. Ja, natürlich sind wir Freunde. Leute, brauchen wir neue nächste Mal, Tristan? Das ist soweit. Wir brauchen neue nächste Mal, Tristan, für uns. Oh, war klar! Oh, war klar! Ja, oh, nein, halt auf, halt auf! Leute! Leute, nein! Wollen wir was zu Freunden des Tages sprechen? Nein, das war nur Spaß. Ich glaube, dass es Spaß war. Hey, Alfie, wir haben es geschafft. Als ob ihr es geschafft habt! Wir haben es geschafft, Bruder. Als ob! Ich bin wieder drauf! Was ist passiert, Leute? Ich hab gehört, hier gab es voll viel Ärger! Mein Turm! Mein Turm wurde gesprengt! Ja, der Turm ist gesprengt. Ey, Alfie, ich bin einfach nur froh, dass du da bist. Ich bin platt, ich bin mit den Kräften am Ende. Ich sag dir, ich hab alles gegeben. Danke, Russik! Danke, Russik, wirklich! Du bist der Beste! Ey, aber Alfie! Ja, warte, wo ist deine Nace-Rights-Form? Du hast doch rote Farbe! Ja, die ist weg. Warum? Es wird Zeit für ein neues Kapitel, Freunde. Wie ein neues Kapitel? Nein, Russik, es geht jetzt weiter mit dem... Oh, fuck, Mann! Oh, fuck, Mann! Nein, Leute, wir dürfen nicht mehr riskieren, für ihn gebannt zu werden. Wird nicht mehr passieren, Fehler werden nicht mehr passieren, wirklich. Wir müssen aufpassen, keiner darf mehr gebannt werden, versteht ihr? Ja, wird nicht passieren. Versprich mir, dass ihr euch gut benimmt und keiner mehr gebannt ist, okay? Werden wir! Okay. Brente? Natürlich! Lass mich sprechen! Aber klar! Also Leute, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich habe meine Mission erfüllt. Warte mal. Jetzt erstmal glücklich. Wo ist eigentlich mein Dreizack? Ey, wo ist mein Dreizack? Wer hat den noch? Ich glaube Flauschi, oder? Dreizack hab ich nicht. Ey, hier der Dreizack! Hallo, mit wieder, Ente! Nein. Ich gebe dir meinen Dreizack. Wirklich? Nein, das ist ja doch langweilig. Ich kann nicht annehmen, Russik. Ich kann es nicht machen. Ich gebe dir meinen Dreizack. Warum, Russik? Damit du keine Probleme machst. Oder hast. Du hast einfach einen Dreizack und alles ist gut. Russik, das musst du nicht machen. Wirklich nicht. Doch, also, wirklich. Alles ist gut. Kommst du auch noch schnell in einen neuen? Weil ich weiß nicht, wie ich an einen kommen werde. Das ist voll schwer. Ich hab auch einen neuen. Bald. Ja, okay, das ist sehr gut. Aber was, Russik, wir machen jetzt Alpha Clan weiter, oder? Wir müssen die Base da oben weiterbauen. Wir müssen wieder zu Kianis gehen. Wir klären das mit dem. Und dann. Nein. Warum? Ich weiß nicht. Russik, warum? Ich weiß nicht, wie es weitergeht, Alfie. Ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Wie? Wir hatten doch immer. Aber. Mit uns lief es immer gut. Aber Kian ist jetzt Bizeps-Bruder oder sowas. Was? Alles, es ist viel passiert. Neue Leute sind gekommen, neue Kline sind gegründet, Alfie. Willst du damit sagen, nur noch Ente und ich sind im Alpha-Clan und du gehst? Keine Ahnung, es gibt doch gar keinen Alpha-Clan mehr. Wir haben ihn damals zugemacht. Russik, dann gib mir deinen Kopf zurück, wenn du aus dem Clan raus willst. Ente! Ist so! Gib den wieder! Ente! Hey! Russik! Ey, Leute! Wo hast du den Russik? Hey, Jungs, ihr könnt ja. Ey, Jungs! Weg, Russik! Ey, Jungs! Okay, du warst in der Perle, Russik! Hey, nimm dir deine Perle weg! Russik! Hallo! Ja, ich halte dich an, Russik! Du musst dich abhauen! Ja, okay. Ey, wir sind Brüder! Ey, Russik, du hast mir so viel Mühe gegeben! Warte doch! Russik, du hast dir so viel Mühe gegeben, dass ich hier auf die Insel komme. Ich werde lieb auf dich sein. Ja, genau.
Muss ich jetzt weiterklären und Alpha klären? Da ich keinen Dreizack mehr habe gerade und nicht so gute Fluchtmöglichkeiten. Rustig, wir sind ein Team! Hört auf jetzt, Ante! Jungs, ich bin einfach froh, dass jetzt Alfie erstmal da ist. Alfie, wie wär's, wenn wir uns erstmal ein Häuschen bauen und einfach friedlich leben irgendwo? Ja! Lass uns doch in den nächsten Folgen mal ein Haus bauen und ein bisschen leben. Vielleicht ja! Oder so. Schön hier drüber, damit alle wissen, dass wir die Kings sind. Genau! Machen wir! Genau über Paul Berger City, Paul Berger Hills. Wir wollen eine Steinvilla! Ja, einfach hier ein Haus. Oder? Ja, Leute, ich sag's euch ehrlich, gut. Ich bin jetzt erstmal fertig. Ihr könnt weitermachen. Leute, ich kann's nicht glauben. Danke, Russik. Du musst auch mit. Morgen geht's weiter. Morgen ist auch noch ein Tag, Russik. Bis morgen. Passt auf euch auf, Jungs. Ciao, ciao. Bis morgen, Russik. Ciao, ciao. Oh Mann, als ob wir es geschafft haben, Leute. Wir sind wieder auf dem Server. Danke, Russik. Danke, Ente. Für den 9 Cent. Ich hab deinen Kopf geopfert, Alpha. Ich meine nicht deinen Kopf. Ich meine den von X hab ich geopfert. Es gibt keinen Kopf von mir, oder? Oh doch, gibt natürlich, es. Natürlich, der Crybex hat deinen. Ah nein! Den muss ich wiederholen gehen. Den muss ich wiederholen gehen. Warte, der wohnt doch da unten. Ja, wir müssen aber irgendwas kaputt machen als Feier. Und ich hab gedacht, es sind jetzt voll viele neue YouTuber auf der Insel, oder? Einmal Flo. Ja. Und es sollen noch weitere kommen, habe ich gehört. Was passiert hier auf der Insel? Was geht hier ab? Und die machen eigene Clans. Und ich glaube, wir sind in Gefahr. Alpha, die werden nicht wissen, ne? Wie die Gefahr sind jetzt. Warum sind die jetzt in Gefahr? Was da oben, Leute? Das ist ein Herz. Wir werden alles zerstören, Alpha. Wir werden alles zerstören. Warum werden wir alles zerstören, Ente? Ich hab dazugelernt, Alpha, in deiner Abwesenheit. Ich hab trainiert und mir Pläne ausgedacht. Ente, ich bin jetzt nicht hier wieder draufgekommen, um wieder alles zu zerstören. Also... Sicher, Alpha? Ja, also ich hab grad wirklich nicht vor, alles zu sprengen. Ich wollte jetzt einfach friedlich in mein Haus bauen. Hier kommt meine Villa. Oh, du brauchst eine Villa? Ja, die soll hier runter gucken, auf die Noobs. Genau, was ist das für ein Turm, Leute? Was ist hier alles passiert? Was wird hier alles gebaut? Hä? Wofür verpasst? Aber das war ein Spaß von dir, oder? Mit dem TNT? Was meinst du mit TNT? Was für ein Spaß? Du hast aber in den letzten Folgen nicht so viel gesprengt, oder? Nein, immer nur ganz wichtig. Oh, warte mal, Ante! Du hattest doch Elytren! Wo sind die Elytras? Bro, meine Elytras sind weg gerade! Wie? Der eine hat eine Wife und Abi, haben die eine abgezogen, der mich in der Base getrappt und die andere hat Study. Wie, du hast gar keine mehr? Alter, du hast sie abziehen lassen! Ich weiß, Alpha, ich hol dich. Denk doch nach, Alte! Ich hol dich wieder zurück, Alpha, vertrau mir, ich rede später mit Study. Mit deiner Elytra können wir alles verändern, Alter, wir brauchen die. Ich weiß, Alpha, ich brauch die auch für meinen Brand, die aber warte, kann man nicht wieder für die Elytra gebannt werden? Wurde das eigentlich schon geklärt? Darf man eine Elytra besitzen? Ich weiß nicht, Alpha, es ist eine Grauzone. Du musst muckmäuschen still sein. Study hat mir nämlich gedroht, wenn ich die Elytra ihm nicht gebe, für 24 Stunden, dann wird er den anderen anrufen. What's up? Ja, der wollte mich jetzt verpetzen. Das darf niemand, der Atman darf das niemals erfahren. Entweder dann nehmen wir die Elytras und dann schmeißen wir die Firma in die Lava, dann sind die weg. Ja, 100% machen wir das. Aber egal, ich muss die erstmal wieder besorgen, Alpha. Ich muss die wieder holen. Los, geh zu Stani. Du musst ich sie holen, unbedingt. Ich geh zu Stani, Alpha, okay? Hör bald dich. Ich rede mit ihm, Alpha. Wir sehen uns. Let's go, Ente. Tschüss. Jetzt muss er spazieren gehen, Leute. Er konnte doch fliegen. Wie hat er sich wirklich abziehen lassen? Und der Wolf hat ihn besiegt, oder was? Warum hat die eine Wolf besiegt? Das muss Rache geben! Wolf, ich bin wieder auf der YouTuber-Insel und dachte, ich wäre für immer weg. Ich habe deine Kommentare auf meinem Kanal gelesen. Und die wird einfach geschrieben, ach Leute, endlich ist er weg. Das kann er vergessen, ich bin wieder da. Und wie ich wieder da bin, Leute. Wer fliegt da rum? Ey! Was ist da gerade rumgeflogen? Wer war das? Mit einer Elytra, ey! Ich will die haben, das sind unsere Elytras. Also die müssen natürlich weggeschmissen werden, Leute. Ich würde einfach den YouTuber, der gerade die Elytra hatte, bei dem Admin melden. Dann wird er gebannt, Leute. Weil das ist auch Gesetzbruch, Leute. Ich wurde doch auch gebannt. Wer Regel bricht, sollte gebannt werden, Leute. Ich will, dass jeder hier mit denselben Regeln spielt. Weil wenn die cheaten, dann müssen die jetzt auch gebannt werden, Leute. Sonst ist das unfair. Jetzt schreibt auf einmal Kianis. Alpha? Was? Und Mike schreibt auch. Anton, Alpha, wo seid ihr? Hey, Leute, was ist? Oh, Leute, das ist direkt da vorne. Hä? Was hat der da? Hä? Was hast du da, Crymix? Ey, Alpha. Hast du Ente besiegt? Hast du Ente die Elytra geklaut, oder was? Nein, das ist meine eigene Elytra. Laber nicht, es gibt nur zwei auf der YouTuber-Insel. Oh, ich hab mir gerade meine eigene geholt, du Bummi. Wie, du hast gerade deine eigene geholt? Das geht gar nicht, das End ist verboten. Da wird man gebannt. Ich war beim End. Was redest du?
Ich bin auch noch hier. Ich werde nicht gebannt. Wie? Man kann jetzt ab jetzt ins End gehen, dann gehe ich auch schnell hin. Let's go. Ja, ich mach eine Litre. Es heißt ja immer, man wird gebannt dafür, ist illegal. Aber Ente war da, wurde auch nicht gebannt. Und ich bin bis jetzt auch nicht gebannt. Ich wurde dafür gebannt. Ich habe den Bann auf mich genommen, Max. Ach so. Ich war wirklich gebannt. Heavy. Ja, man wird dafür gebannt, wenn man ins End geht. Was wirklich jetzt im End? Du hast die Litre von Ente, das ist ein Prank, oder? Warte mal. Hä? Bist du ins End gegangen? Schneid das aus! Schneid das aus, das darf keiner mitbekommen! Warte ganz kurz. Ich dachte immer, Ente wurde nicht gebannt, weil... Ich wurde für Ente gebannt! Ach, deswegen warst du gebannt. Ah! Und deswegen bin ich jetzt wieder hier, weil es gab voll den Aufstand... Hey Leute, das heißt... Du hast auch wieder die Litre Ente, wo hast du die? Hast du mit Schwein geredet? Oh, Leute, das heißt, wir haben was ultra illegales gemacht. Warte, Ente, du hast ihm doch die andere Litre gegeben, oder? Oder? Nein. Hast du nicht? Hat dir Lukas die Litre gegeben? Hast du die von Lukas? Nein, ey Jungs, aber sag das nicht dem Admin. Verpennt mich nicht am Admin. Er war im End, Ente! Was? Er ist hingegangen. Ja, ich dachte, du wurdest nicht gebannt deswegen, Ente. Ich hatte bis jetzt wirklich mal selber nicht gebannt. Max! Ente, wieder, du droppst jetzt die Litre oder wir verpetzen dich beim Admin. Nein, Crymax. Zu verpetzen, mach das nicht. Los, Crymax, stehen bleiben. Aber Ente kann ja noch mich verpetzen. Kann er nicht, Ente? Der kann mich dann auch verpetzen. Ente, ich bin für dein End ins hab ich einen Bann bekommen, aber er hat noch keinen Bann bekommen. Nein, er war im End. Dann verpetzt sich Ente auch einfach. So ein Ding ist das. Du kannst ihn nicht verpetzen, er hat gar nichts. Ente, guck, er hat keine Litre. Jetzt, ey, das ist auch auf Aufnahme. Was, ich hab das gesehen. Ente, schneid das raus, Ente, schneid das raus, Ente. Ich glaube, der muss zum Augenarzt einfach. Ich weiß nicht, was der getan hat. Irgendwas stimmt nicht mit dem. Auf jeden Fall nicht meine Elytra kriegen. Du wirst sie droppen und ich verpetze. Ich schreib jetzt dem Admin. Nein, kannst du gar nicht. Kannst du überhaupt nicht. Ich bin gut mit dem Admin. Ey, ich sag dir ehrlich, Alpha Stein, ich werde Ente genauso beim Admin melden, wenn du mich meldest. Das geht doch gar nicht. Der hat seine Strafe schon abgesessen. Genau. Das ist dein Ende, Max. Schreib jetzt die Elytra und ich schreib den Admin. Oder die holt dich einfach so. Du komm kriegst her. Mal, ist mir egal, es wird eh nichts passieren. Ey, hör auf zu schreien. Oh, Crymax, was? Droppst du die oder nicht? Ey, Alpha Stein, wenn ich jetzt wegen dir gebannt werde, du kriegst meine Litra nicht. Hör auf. Beeil dich. Alpha, was? Hör auf, das zu schreiben jetzt. Ey, Leute, er schreibt. Droppst du die oder nicht? 3, 2, 1. Du kriegst sie nicht. Bitte, ich werde wegfliegen. Alpha! Was? Er wurde gebannt. Alpha! Er wurde direkt gebannt! Hast du das gesehen? Der Admin hat in die Konsole geschaut und er war auf dem Server, Alpha! Ja, er hat ihn direkt gebannt! Es hat wirklich funktioniert mit dem Chat schreiben, nein! Oh, Alpha, was hast du getan, Bro? Leute, ich war das Alpha. Nicht, Alpha, du hast es, oder? Alpha, ich war das nicht, du hast es in den Chat. Ich stehe nur für Gerechtigkeit, weil ich will, dass keine von euch hier irgendwelche kriminellen Sachen macht! Du hast ein Crymax-Pick gebannt, Alpha! Rechtfertige das nicht! Was hast du getan? Dich werde ich auch noch melden, Ente. Du hast eine Litra. Ihr cheatet ihr auf YouTube. Ich muss meinen Bann auch absetzen. Ich bin nur für du Gerechtigkeit. Du oder was, Alpha? Du hast eine Litra, Ente. Das darfst du nicht haben, das Item. Na und, Alpha? Mit der Litra sind wir mächtig. Was für wir? Du hast die nur. Du hast mir nicht einmal gegeben, Ente. Ja, weil du sie mir nicht zurückgeben würdest. Ich kenne dich ganz genau. Ja, also, Ente, ich werde dich verpetzen, Ente. Dass du eine hast. Du bist ein Verräter, Alpha. Bist du eine Petze? Eine petzende Petze? Ich kann dich nochmal verpetzen beim Admin. Ich habe gerade auch ein Crymax verpetzt. Hast du gesehen? Petze, Ente, ich schreibe ihm jetzt. Du weißt, ich bin gut mit den Admin jetzt. Mach doch, du Petze. Ente, drop die Elytra. Ich will die einmal sehen. Nö, nee, ich droppe dir gar nichts, Alpha. Okay. Admin, soll ich weiterschreiben? Ente hat auch was. Verstanden, schlingt, schreibt das nicht. Haha. Alter, wir sind doch Freunde, Mann. Kumpel, ich würde dich auch niemals verpetzen, oder? Ja, jetzt sind wir Freunde, Alpha. Du wolltest mich gerade beim Admin verpetzen. Nein, das würde ich ja niemals machen, das weißt du auch. Warte mal, wieso habe ich zwei nächste Zeit Spitzer gehen? Hä? Ender to go, von wem ist die? Ist sie von Russik? Ente, ist es deine Spitzhacke? Ich glaube, ist sie von Russik. Wieso habe ich die noch? Die muss ich ihm auf jeden Fall zurückgeben. Aber Ente, es geht jetzt echt nicht. Du hast jetzt auch die Elytra auf einmal wieder. Wie kann das sein? Die hat mir Stadi zurückgegeben. Ente, wir können tauschen gegen Bankskopf. Nee, will ich nicht. Hey, so nicht, der ist wertvoll. Den hol ich mir einfach so. Ente, die Elytra muss weg. Die muss verbrannt werden. Die ist illegal. Das darf er nicht besitzen. Nein, die muss doch genutzt werden, Alpha.
Nein, Ente, das geht echt nicht. Willst du auch wieder gebannt werden? Aber ein Bann war schlimm, weißt du, wie traurig ich war ohne YouTuber in See? Ich werde es riskieren, ist mir egal. Ente, das geht echt nicht. Aber zieh mich da nicht mit rein, okay? Ich hab dich gewarnt, Ente, falls du gebannt wirst. Wirklich, ist kein Spaß, wenn du... Ich weiß, du hast mich gewarnt, Alpha. Ich muss das Risiko eingehen. Aber anders können wir nicht mitteilen, weil Lukas hat auch eine Wife. Hey, das werde ich auch sofort melden gehen. Eine Wife hat nämlich eine, Alpha. Das will ich sofort melden. Lass uns in der Base gehen. Genau. Let's go, Leute. Weil wenn er die nicht droppt, dann sagen wir das den Admin. Aber dich werde ich auch verpetzen, Ente. Okay, den verpetze ich nicht, Leute. Aber jemand anderes könnte ihn verpetzen. So, Leute, ich gehe mal kurz zu der Base, Leute. Ich wollte hier ein paar Schilder verteilen. Wisst ihr, wo ihr wohnt, Leute? Wo wohnt ihr, Wave? Leute, ich brauche endlich wieder einen Dreizack. Danke, Russik, wirklich. Das ist viel zu nice mit Dreizack hier auf der YouTube-Insel. So, das war, glaube ich, Flauschis Haus, was hier immer gesprengt wird. Weißt du, wo Wave wohnt? Das ist sein Haus. Okay, ich werde dir eine Nachricht hinterlassen. Aber eine böse Nachricht. Genau. Leute, wenn er wüsste, das wird Rache geben. Er hat einfach die Lytra, ein unerlaubtes Item. Und wegen ihm wurde ich auch gebannt, Leute. Das geht nicht. Deswegen musst du die jetzt abgeben, damit wieder alles fair ist. So, ich schreibe ihm eine Nachricht einfach direkt hier vor die Haustür. Hallo, Alive, mein Freund. Wie geht's dir? Und deiner Elytra, wenn du die mir nicht droppst, melde ich dich beim Admin, LG Alpha. So, Leute, siehst du die Nachricht, Ente? Ich sehe die Nachricht, Alpha, sehr gut. Das heißt, ich werde auch eine Lytra bekommen und dann werden die wir endlich kaputt machen, okay? Für den Frieden und für faire Gesetze! Alles. Ja! Was hast du gesagt? Spreng? Wir sind nett zu alt, hab ich gesagt! Ja! Lass endlich anfangen, das Haus zu bauen. Ich will auch mein Grundstück bauen bei Pauberger Hills. Aber warte! Max ist jetzt nicht wirklich gebannt, oder? Doch, ich glaub schon einfach. Du hast den Bann los. Nein, das ist dann bestimmt nur offline gegangen, einfach so. Das war bestimmt Zufall. Aber ich glaub, das war kein. Das war ein komischer Zufall. Ente, vielleicht hat er einfach gerade das Video beendet, weil er hat ein bisschen Angst bekommen, glaube ich. Der wird niemals gebannt. Bist du sicher, Alpha? Ich glaube, die Zuschauer nicht darüber. Also, sein Video ist noch nicht online, keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt wirklich war. Leute, wenn er jetzt wirklich gebannt wurde wegen mir, das wäre echt krass. Aber er hat geschummelt, er hat gesagt, Moment, das darf man nicht. Und das hat man die Nachricht dann sofort sieht, das hätte ich auch nicht wissen können. So, Leute, und zwar bin ich direkt über den Powerpacker Hills schickt. Das ist einfach schon ein Hauptquartier. Ach, mir ist gar keine Fläche dafür, Leute, sieht überhaupt nicht gut aus. Und wir haben Eisen dabei, Leute, das heißt, wir können Schaufeln machen und Holz haben wir. Das heißt, ich werde hier schon mal eine Fläche machen, Leute, ganz wichtig. Leute, hier beim Schild oben. Ich mache schon mal die erste Fläche hin, direkt über dem Schild von Pauberger Hills. Oder warte mal, das ist hier noch nicht so gut. Ein bisschen höher. Also genau das Haus genau über den Text anfängt. Hier und hier! Wir müssen hier freibuddeln! Ja, let's go! Für die neue richtig krasse Base über den Pauberger Hills Schild, wie wir das jetzt übernehmen werden. Und wenn hier jemand Stress macht, dann weißt du. Freisprechen, Alpha, geht das nicht schneller? Oh, stimmt! Lass den T benutzen. Voll bringt das so viel, lass mal testen, Ente. Let's go! Ah! Let's go, Leute, mit TNT. Zack, 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 zack. Und boom. Ja, das funktioniert super. Dann können wir hier schon mal Erde hinmachen. Den Rest können wir mit unseren Superspitzhacken richtig schnell abbauen. Ja? Ist relativ schnell. Oh, oder? So mit TNT wieder. Okay, da bringt das TNT nicht mehr so viel. Aber hier kommt die Steinzentrale hin. Ja, das wird das neue Hauptquartier von dir. Danke, Ente, dass du mit hier bist, wirklich. Du bist immer da für mich, ich wusste das, Ente. Let's go, Leute. Aber was hier eigentlich noch auf der YouTuber-Insel ist passiert? Ich habe gehört, Flo ist einfach da. Und wir haben uns einen eigenen Clan aufgemacht, habe ich irgendwie gehört. Und was soll, glaube ich, passieren? Leute, ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt noch nicht leider online gesehen. Ich bin ja noch gar nicht so lange da, Leute. Ich frag mich, was mich jetzt auf mich zukommen wird, Leute, wenn eine Wife weiß, dass ich wieder da bin. Und ich glaube, der weiß es noch gar nicht. Denkt, ich spiele noch nicht. Warte mal, ich springe mal auch noch mehr frei. Ist hier echt nicht zu viel. Erde. Okay, dann baue ich jetzt alleine weiter. Ich krieg das hin. Und danke für deine Hilfe. Trotzdem, was immer da ist. Alter, du schaffst das. Mit dem Frost, dann bin ich bescheuert. Ich muss los. Los, Ente. Viel Glück, Ente. Und schmeiß die Lytra an dich weg. Schmeiß sie weg, Ente. Ey! Leute, das darf der echt nicht benutzen. Ich will auch nicht, dass Ente wieder gebannt wird. Leute, das ist gerade offline gegangen, Leute. Hat der Admin auch die Nachricht gelesen?
Ich hoffe nicht. Leute, wir müssen auf jeden Fall noch eine Menge freispringen. Warte, ich mach das mal hier ein bisschen schneller. Wir brauchen hier ein richtig krasses neues Haus. So, Leute, das sieht doch gut aus. Und die Spitzhacke hat sogar Silk-Touch, Leute. Das brauche ich. Dann kann ich hier direkt euch die Base nämlich aus Stein bauen. Die Base steht dann für den Frieden. So, Leute, bis dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug aufgeräumt. Jetzt machen wir noch die schöne Fronten. Für die gebe ich mir richtig Mühe, Leute. Ich will so nämlich so Fenster später reinmachen. Ich lasse das hier schon mal offen, damit ihr schon mal ungefähr sehen könnt, wie das hier aussehen soll. Kommen jetzt so nämlich mehrere Fenster rein, ja. Und es soll auch noch eins höher gehen. Ich will das so ähnlich bauen wie mein Fortnite-Lego-Gebäude. Vielleicht habt ihr das gesehen im Projekt, vielleicht auch nicht. Der Lego-Fortnite-Insel. So. Ein Fenster können wir noch mehr machen, oder? Eins hängen wir noch dran. Zack, zack und zack. Ja. Und soll das so hier reingehen? Hier sind dann auch Fenster. Hier ist lieber eine große Fensterscheibe. Mal gucken, wie wir das später machen. Das verbinden wir hier. Moment, jeder weiß, hier wohnt Mr. President Alpha. Hier kommt die große Eingangstür hin. So, sieht schon mal gut aus. Alter, das wird heftig. Ihr wisst, Leute, wenn ich wirklich baue, dann baue ich aber gut. Nein, haben wir doch Steine? Ja, haben wir ohne Ente. Leute, jetzt hier nur noch hochbauen die ganze Zeit. Dann hier mal verbinden. Das geht jetzt schief. Moment, hier noch, zack, zack. Da ein Fenster, hier ein Fenster. Hier machen wir zu. Da Fenster und abwärts und zack. Hier wird ja noch eine andere Etage sein, deswegen brauchen wir auch noch Blöcke. So. Und das hier wird noch schön nach hinten gehen, Leute. Mal gucken bis wohin, aber ich will mir das Ganze jetzt mal von weit angucken. Sieht das nicht gut aus, Leute? Okay, wir werden das auf jeden Fall höher bauen. Aber Leute, damit würde ich erstmal sagen, lasst ein Like, wenn euch das hier gefallen hat. Und ihr keine weiteren Videos von der YouTube-Insel verpassen wollt. Weil es geht jetzt weiter. Also vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss, Leute.